Unglaublich. Das Ja, Michael, was sagst du dazu? Fasziniert. Okay, natürlich, Wahnsinn. Ich bin fasziniert und ich habe eine Liebe für Altes und Erhaltenswertes. Ja, haben wir ja schon eine Gemeinsamkeit. In Österreich zur Promotion der Marke DS Automobil wird nicht mehr Citroën draufstellen, sondern nur DS. Ne? Das ist dann eine. Aber ist aber französisch? Französisch. Natürlich, ja, sûr. Oh, was gibt's da Nettes? Das war was für dich. Ne? Okay. Und da haben wir noch Nelly-Spar. Noch eine etwas andere Form. Es war das erste Auto mit einer ganz modernen Hydropneumatik. Auto mit Scheibenbremsen. Also es... Also die Tradition wird nicht mehr nur über ein Modell weitergeführt. Und ich möchte Sie dann einladen, hier über die Ringstraße zu fahren. Wir haben nicht nur die alten DS, sondern wir haben auch die ganz DS-Modelle hier, wie Sie sehen können, ich stehe auf meiner linken Seite, öffne ich die Ausfahrt über die Ringstraße. Es wäre Sie herzlich eingeladen, ich weiß schon, einige sind da ganz schnell dabei und werden uns dann folgen. Viel Vergnügen und noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Schalte ich den zweiten und Kupplungsbetätigung ist automatisch durch die Hydraulik. Es gibt kein Kupplungspedal. Okay. Das ist die Citroën DS-Philosophie, dass man schwebt und das Schalten wird einem auch abgenommen. Auch eine Einspritzerin, DS23, eine ganz, das Top-Modell, das letzte. Das ist ein Baujahr 73. Das ist die 23er.
DS-Autos. Gegensatz zu sowas. Naja, du kannst ja runtergehen eventuell von ja, nein, die Karte sollte schon reichen. Sollte eine Stunde Aufnahme dauern, ich glaube, so viel fahren wir noch nicht. Naja, mit dem Vorfälle. Ja, ich hab nur 16, glaube ich, da drauf. 16 GB, ja. Aber jetzt haben wir kurz noch. Was ich mache mit meinen Autos teilweise, ich baue ja Sachen, die es nicht gibt zum Teil. Ja? Aha. Das heißt, Freelance. Wenn ich. Modelle. Wenn ich. Und noch eine Abschlusseinstellung. Also weiter mache ich noch. Die Schwester in Blau. Die zwei blauen Schwestern. Ja. Da ist was anderes.